Adolf blickt Gareth an. Ich glaube, das ist ein Kompliment. Ich liefere nur etwas aus. Schweigen. Niemand, mit dem man sich anlegen will. Hagrim schweigt einfach. Du hast Mumm, aber treib keine Spielchen mit mir. Zumal da ich geneigt bin, dich laufen zu lassen. Ja, so hat dich dazu angestiftet, oder? Das Schiff des alten Narren sinkt und er will unbedingt jeden, der ihm nahe genug kommt, mit sich in die Tiefe reißen. Sie blickt den zitternden Gareth an. Gareth, hier wusste es besser, aber bei dir gilt, ihr Zweifel für den Angeklagten. Ich gebe sie dir sogar Gelegenheit, dich bei dem Narren zu revanchieren, der uns beide aufs Kreuz legen wollte. Ihr Blick verdüstert sich. Was hältst du davon, Versado zu töten? Erzähl mir von den Dominals. Ich weiß nicht, ob ich erleichtert oder mich leicht sein soll. Wir sind eine der reichsten Kaufmannsfamilien in Trutzbucht. Allerdings, nun sagen wir, einige unserer Geschäftsstrategien sind nicht offiziell abgesegnet. Gareth stöhnt und unterdrückt ein Schluchzen. Warum sollte ich das tun wollen, also ihn töten? Warum nicht? Er hat dich ausgenutzt, um seine Drecksarbeit zu erledigen, ohne dir überhaupt etwas zu sagen, was du da herumträgst. Eigentlich hat er schon gesagt, dass da Samen drin sind, oder mit wem du dich dadurch anlegst. Das hat er uns verschwiegen. Sie tippt sich mit einem Finger gegen die Wange und redet langsamer. Und natürlich würde ich es als persönlichen Gefallen ansehen, und das Haus Dominal behandelt seine Freunde äußerst großzügig. Sie blickt daher an. Jedenfalls die treuen Freunde. Das werde ich nicht tun. Sie macht eine abfällige Handbewegung. Dann Huschus zurück zu Verazzo, wo dein Geld so lange es noch geht. Aber sorg dafür, dass du mir aus dem Weg gehst. Okay, die verkrümelt sich, ohne dass wir die Kneipenschlägerei anzetteln müssen. Vorerst. Und ich würde jetzt wirklich gerne rasten. Well met, friend. Ein Zimmer, bitte. Wahrnehmung, Entschlossenheit, Gewandtheit, Athletik, Mechanik. So. Moment, was war das? Glafantanischer Seelenjäger war unterwegs nach Ketnua, wurde aber auf der Straße von Briganten belästigt und musste fliehen. Überlege dir, deine Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz von Reisenden zu verstärken. Ja, im Augenblick wird die Hauptburg gebaut. Das erhöht meine Sicherheit, ja? Oder? Ja, sogar sehr gut. Sicherheit um 4, Prestige um 3 sogar. Sehr schön. Und dann sehen wir weiter. So, das heißt, wir gucken jetzt erstmal nach dem Dolch. Den müsste es ja hier auf dem Markt bei dem Waffenhändler geben. Hoffentlich lohnt sich das. Ein paar neue Waffen wären schon schick. So. Oder was auch immer in dem Versteck liegen sollte. Tagebuch wurde aktualisiert um jeden Preis. Versano hat sich in Schwierigkeiten mit dem örtlichen Verbrecherkartell gebracht und glücklicherweise hat er mich mit hineingezogen. Er wartet in der Vajanischen Handelsgesellschaft in Ondras Geschenk auf mich. Welche über jeden trete, werde ich mich entscheiden müssen, wie ich mit seinem Verrat umgehe. Ob es wirklich Verrat ist. Perikund, Naramea. Bietest du Waffen an? Verkaufst du einen durchaus Markstahl? Sie stellt sich auf die Zielspitze und deutet auf einen Stand zwischen den Treppen. Du suchst bestimmt nach Irgrum. Siehst du den großen Mauer dort drüben? Er verkauft Waffen. Kann ich sonst noch was für dich tun? Nein. Ah ja, der da. Möchtest du was Bestimmtes? Ich suche einen bestimmten durchaus Marktstall. Wie die schmässiger Fritter verwenden? Lass mich raten, du hast mit dem Jungen gesprochen, nicht wahr? Er lacht und schüttelt den Kopf. Ich wäre versucht, ihn dir trotzdem zu verkaufen und den kleinen Bengel seine Lektion lernen zu lassen. Aber eine Gruppe von Abenteurern hat ihn bereits
mir bereits abgekauft. Wo sind diese Abenteurer jetzt? Solche Leute kommen nur nach Kupferweg, um in der Expeditionshalle von einem des Lager Aufträge zu finden oder im Fuchs und ganz etwas zu trinken. Und nachdem sie nicht in das Lager gegangen sind, tja, darfst du dreimal raten. Erzähl mir was über den Dolch. Er hielt den Lappen in seiner Hand. Er wurde aus einem besonders reinen Erz aus den Bergen der Weißmark geschmiedet. Traditionellerweise fertigen die Schmiede auf Burg Schmelztiegel aus diesem Stahl Dolche und Schwerter, die sie nur den Schmelztiegelrittern überreichen. Aber das hat dir der Knabe bestimmt schon alles erzählt. Er grinst. Okay, das heißt wieder zurück in dieses Gebäude hier. In die Gans. Oder wie heißt das Ding nochmal? Fuchs und Gans. Ah ja, Fuchs, du hast die Gans gestohlen. Ich kann mir schon vorstellen, wer das ist. Die kleine Diebestruppe, ein Stockwerk höher, dem wir schon begegnet sind. Nämlich hier nach oben. Ich mag die Musik in den Tavernen. Klingt so richtig schön mittelalterlich. Die Jungs hier. Oder? Hail and well met. Wieder da, ja. Hast du einen Markstalldolch von Ikron gekauft? Er präsentiert die Klinge auf seiner flachen Handfläche. Habe ich. Und es ist ein hübscher Dolch. Vermutlich der einzige der Stadt, außerhalb von Burg Schmelztiegel, versteht sich. Ich wollte ihn für einen Jungen namens Gordy kaufen. Er blinzelt und nimmt die Füße vom Tisch. Ein Kind? Das ist kein Spielzeug, weißt du? Kauf ihm ein Holzschwert. Die Oriane beugt sich zu ihm und boxt ihm gegen den Arm. Komm schon, Wechsel. Wenn unser neuer Freund bezahlen will, was schadet es? Jede Menge vielleicht. Der Junge stricht sich vermutlich die Augen aus. Außerdem habe ich vor, diesen Dolch zu verwenden. Wie viel braucht es, um dich umzustimmen? Er wendet die Klinge im Licht und bewundert sie. Nachdem es plötzlich eine solche Nachfrage nach dem Stück gibt, sollten 100 Pfund angemessen sein. Hagrim schleppt eine Arbaleste rum, die 4000 Pfund wert ist. Das können wir dann also machen. Er gibt dir den Dolch mit dem Knauf voraus. Es war mir eine Freude, Geschäfte mit dir zu machen. Willst du noch etwas? Nein. So, wir haben einen schicken Dolch. Ist er hier zufällig mit drin oder ist er bei Questgegenständen? Der ist bei Questgegenständen. Markstalldolch. Ja. 100 Pfund waren Peanuts für uns. Da wir ja mit 10.000 Pfund rumrennen. Also können wir auch ruhig dann noch mehr die Sicherheit unserer Burg verstärken. Ich denke mal, das machen wir dann, indem wir das andere Tor ausbauen, wenn die Hauptburg fertig ist. Der Burghof gibt uns nämlich nur Prestige. Türme würden uns ein bisschen Sicherheit bieten. Die südliche Ringmauer, die Ringmauern sind mir noch zu teuer. Kaserne ist mir auch noch zu teuer, ehrlich gesagt. Ja, die anderen Sachen sind mir eigentlich einfach alle zu teuer. Außer die Forsthütte vielleicht. Dort könnte ich Nebenquests, Kopfgeldquests annehmen, dadurch. Wahrscheinlich über Aktionen. Hoffe ich mal, dass ich nicht immer zur Forsthütte zurückrennen müsste. Ja, ich glaube, ich mache die Forsthütte zuerst, dass ich mehr an Geld rankomme durch die Kopfgelder und dann Erfahrungspunkte vor allem. Ich frage mich gerade, wenn ich die Forsthütte jetzt starte, bricht es dann die Burg ab oder wird das parallel gebaut oder nacheinander? Weil die Forsthütte kostet 1000 Gold, das kann, Kupferpanz, das kann ich mir leisten. Hauptburg befindet sich bereits im Bau. Okay, also ich kann nicht, es bricht nicht ab. Es kann auch nicht parallel laufen oder in Reihenfolge. Ich muss einfach wirklich warten.
So, kriegen wir mal den Jungen sein Dolch. Ich hoffe, die 100 Kupferpanzer waren es wert. Wenn wir eine schöne Waffen und so finden dort oder Gold oder Edelsteine, dann hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Hey du. Hast du den Dolch? Darf ich ihn sehen? Ich habe den Dolch. Gordy hört auf zu hüpfen und starrt ihn ehrfurchtsvoll an. Er ist so scharf. Okay, den Dolch langsam vor Gordy halt mit dem Knopf voraus. Hör mir erst gut zu, wenn du ihn nicht verwendest, lass ihn in der Scheide, sonst rostet er. Gib nicht damit an, sonst nimmt ihn dir jemand weg. Oder schlimmer. Das ist eine Waffe, kein Spielzeug, verstanden? Das ist die Paladin-Version. Bring dich nicht aus Versehen selber um oder sowas. Jo. Er schnappt ihn aus der Luft. Seine Umgebung bemerkt er gar nicht mehr. Er reißt ihn aus der Scheide und hält die Klinge ins Licht. Jetzt bin ich wie die echten Spätstil-Ritter. Er hackt und sticht in die Luft. Er wirbelt die Waffe in die Luft, greift nach dem Schaft, wobei er sich fast die Handfläche aufschlitzt. Sein Blick weicht ihr aus, als er den Dolch in die Scheide steckt. Also wegen dem Geheimnis. Gordy legt die Hände an den Mund und flüstert laut. Ich habe gesehen, wie ein Schauspieler unter einem losen Stein beim Theater etwas versteckt hat. Aber sicherlich nichts so Tolles wie ein Markstalldolch. Danke, dass du mir das gesagt hast. Tschüss. Also ein Stein beim Theater. Achso, das ist Schleichen. Also Alt-Taste ist Schleichen. Die Bänke sind übersät mit Hühnerknochen, zerbrochenen Flaschen und fettigen Papierstückchen. Was für ein Theater ist das, dass sie das nicht mal sauber halten können? Also. Nice and quiet. Was haben wir denn hier? Eichenfigur eines Skarabäus. Nutzung einmal pro Ruhephase. Beschwört drei Waldkäfer. Das ist schon mal mächtig. Ein Amethyst. Du kannst Waldkäfer beschwören. Und du nimmst den Rest. So. Keep it quiet. War das die einzige? Das einzige Geheimnis. So, Sagani. Kann ab jetzt Waldkäfer beschwören. Ja, das scheint das einzige Geheimnis gewesen zu sein. Gut. Okay. Da geht's in die Katakomben. Ich hoffe mal, ein Mechanik wird reichen. Und ja, mit den Pilzen da unten will ich mich erstmal noch nicht wieder anlegen. Wir sammeln nämlich jetzt gerade ganz gute Erfahrungspunkte durch all das. Also denke ich mal, dass wir ein Level abkriegen können, durch das, was noch offen steht. Also zum einen die Kiste abgeben, dem seine Frau finden. Das Rad der Zeit. Achso, das war Kannas Quest. Die lange Jagd ist Saganis, das mit dem Ritter. Das müssen wir auch irgendwo. Eine Stimme aus der Vergangenheit. Das ist das, die Quest da unten. Die Lehrsätze, die müssen wir irgendwo wiederfinden, weit weg von zu Hause. Die finden wir im salzigen Mast, genau. Da waren wir noch gar nicht drin. Das ist der Leuchtturm und die Queste haben wir ja gerade fortgesetzt. Ich frage mich wirklich, laut Handbuch gibt's gerade mal, kann man gerade mal Level 12 erreichen. Ich hoffe mal nicht, dass das so ist. Also sonst wäre man ziemlich schnell auf Max Level eigentlich. Ich meine, wir sind glaube ich schon Level 6, damit hätten wir die Hälfte schon geschafft. Also wenn ich mir das so angucke. Nein, wir sind 5. Okay, ich habe nichts gesagt. So, also wir wollen hier lang. Kurzen Blick werfen.
Jo. Den Tempel von Voidicha, den wollen wir erstmal in Ruhe lassen. Hier sind überall die Gräber. Also deswegen wird das Katakomben genannt, wegen diesen Gräbern hier. Hier drüben sind einfach nur Kanalräume. Ich finde das ein bisschen abartig fast schon. Hier unten in der Kaisation Gräber zu errichten. Also adligen Gräber. So.